zum Beispiel heute Abend der Abend, dass das hier wirklich so relativ aufwendig und mit so vielen Produktionen und so auch gemacht werden kann. Das hat natürlich damit zu tun, dass ganz viele Menschen von Brot für die Welt und auch von anderen Organisationen auch helfen, unterstützen, ganz praktisch jetzt auch Technik und Licht und eben diese Produktionen auch, ne, an dieser Stelle einfach mal vielen Dank auch an diejenigen, die das alles wirklich möglich machen und auch die Organisation machen. Aber es braucht eben auch ein bisschen. Manchmal ein bisschen mehr. Und heute Abend sind zwei Hauptsponsoren dabei. Ich muss immer gucken, ich kann mir die Namen nicht so gut merken. Einmal die Bank für Kirche und Diakonie, das ist Dr. Eckhard Tiesler. Da kommt ihr doch einfach ein bisschen weitere Unterstützung. Kommt ihr einfach nach vorne, genau. Und für diese Versicherungsdienst der MBH Manfred Kloch, kommen Sie doch bitte auch. Das war ja schon mal schön, aber Sie dürfen jetzt auch das Hand anlegen. Bäumchen, das ist ja auch nur Symbol und da können Sie ja vielleicht schon mal drüber nachdenken, wo Sie denn vielleicht sonst noch mal so eine Aktion treten können. So als kleinen Hinweis für kommende Dinge. Dankeschön erstmal. Jetzt möchte ich Sie einladen zu pflanzen. Da ist noch eine Menge Erde, die da rein muss, aber es sind ja viele Menschen hier im Saal, die auch noch mit Hand anlegen können. Sie alle gleich, wenn wir nach oben gehen, dann haben Sie die Gelegenheit und ich möchte Sie sehr bitten, das in Anspruch zu nehmen. Lassen Sie sich so ein Töpfchen geben. Und dann gehen Sie hin und dann pflanzen Sie mit. Ist ja vielleicht ein gutes Gefühl. Ein bisschen symbolischer Akt. Vielleicht haben Sie auch Lust gekriegt, besonders diese Aktion vielleicht in diesem Jahr zu unterstützen. Dazu sind Sie natürlich auch ganz herzlich eingeladen. Wollen Sie schon mal anfangen? Frau Fugung-Walzen, kommen Sie mal an meine Seite, während die anderen jetzt noch Erde da reinschmeißen. Ich hatte zu Anfang, kommt den Schildchen vor, ich hatte, wegen des Lichts muss man hier bleiben. Ich hatte zu Anfang gesagt, das ist das Eröffnungswochenende. Es findet ja noch mehr statt. Ja, morgen ist der große Eröffnungsgottesdienst, der wie alle Jahre wieder übertragen wird, öffentlich-rechtlich in diesem Falle im ARD. Das heißt, WDR zeichnet den Gottesdienst für uns auf. Alle sind natürlich ganz herzlich eingeladen, aber ich glaube, das wissen Sie auch schon alle. Findet wo statt? Morgen früh in Reinoldi, hier in Dortmund natürlich, in der Reinoldi-Kirche. Und wenn Sie kommen wollen, worüber wir uns freuen, dann müssen Sie schon 9:45 da sein, weil dann die Tore geschlossen werden wegen der Fernsehaufzeichnung. Da wird es dann auch den traditionellen Spendenauflauf geben. Wir haben uns gedacht, wir übersetzen den so ein kleines bisschen. Das ist ja meistens sehr getragen, diese Sprache. Ne? Und auch, ja, schon. Und auch in Kirchen ist es ja manchmal so ein bisschen getragen. Es ändert sich ja immer mehr, aber es ist ja nicht unbedingt so Jugendsprache. Und dann haben wir gedacht, laden wir doch vier junge Leute ein, heute Abend, die ihre Wünsche vortragen können. Nämlich zwei aus Deutschland und zwei aus Argentinien. Ganz schwer gegen Krieg zu sehen. Komm ja nach oben. Darfst du oder sie sagen? Was soll ich sagen? Du. Okay, dann stell dich doch mal selber vor. Ja, also ich bin Claudia Welfle. Ich komme aus Argentinien, aus Misiones. Ich bin 21 Jahre alt und ich bin seit 8 Monaten hier in Werder, also in der Nähe von Bielefeld. Ich bin Freiwillige aus der JER in Argentinien und bin jetzt in die evangelische Kirche von Spanien. 8 Monate hier, aber nicht 8 Monate Deutsch erst gelernt, oder? Nee, also ich habe schon in Argentinien ein bisschen gelernt. Schwer beeindruckt. Dankeschön. Ja, ich bin Maite Herrera, aus Argentinien auch, aus Buenos Aires. Ich bin auch ein Freiwilliger hier, ein Freiwilliger. Ja, wie Claudia, ich bin schon seit 8 Monaten hier. Und ja, ich bin also Volontär in Gelsenkirchen. Boah. Dankeschön. Ich bin Matteo Meyer, 22 Jahre alt und war vor 2 Jahren für ein Jahr in Argentinien über Brot für die Welt. Ich habe dort einen Friedensdienst auch geleistet. Wo genau? In Buenos Aires, in Quilmes. Was war das für ein Projekt? Es war hauptsächlich Kinder- und Jugendarbeit in einem Medienzirkel. Genau, über ein Menschenrechtsbüro, dem Med,
kennt ihr viele wahrscheinlich. Genau. Ist das schwierig, sowas zu kriegen, sowas zu machen? Man muss sich bewerben. Es wird immer weniger, die Gelder dafür werden ja auch gestrichen. Da, ne? Guck ich mal in Ihre Richtung. Ja, das ist wirklich so, also dass Gelder fehlen. Aber es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema für viele junge Menschen. Und man trägt ja auch viel zurück, ne? Guckst du auf eine andere Seite? Und? Also ich bin Katharina Held und ich bin 25 Jahre alt und ich war ein Jahr in Kamerun, auch über Brot für die Welt, habe dort halt einen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst geleistet und bin am 1. August diesen Jahres wieder hier in Deutschland angekommen. Dankeschön. Das Land NRW unterstützt das auch, ne? Wir haben das vorbereitet. Magst du anfangen? Die Planung war anders. Gut, ja, wunderbar. Ja. Ich stehe hier gerade. Viele Menschen in Argentinien leben von dem, was sie auf ihrem Land anbauen. Ohne eigenes Land haben sie nicht genug zum Leben. Deshalb muss Land gerecht verteilt werden. Es macht mich wütend, wenn ich sehe, wie ausländische Investoren und große Konzerne rein wollen, wie die Vichy-Indianer das Land wegnehmen. Wir brauchen Agrar- und Landreformen, die für mehr Gerechtigkeit sorgen. Es ist ungerecht, was in Argentinien und anderen Ländern des Südens passiert. Auf einmal größeren Flächen werden Futtermittel für unsere Schweine oder Agartreibstoffe für unsere Autos angebaut. Wir können auch mit weniger Fleisch und weniger Sprit gut leben. Die Kleinbauern brauchen genug Land zum Leben. Da dürfen Profitinteressen anderer keine Rolle spielen. Land zum Leben, Grund zur Hoffnung und dafür setzen wir uns alle ein. Vielen Dank. Dankeschön. Ich glaube, kann ich das so sagen, dass ihr, glaube ich, für viele, zumindest hier im Raum, und ich weiß auch für viele andere, sprecht. Vielen Dank nochmal. Dankeschön.